Herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Heute geht es um Susie Crime, die Vorzeigefeministin. Auf YouTube und Twitter treibt sie ihr Unwesen. Und viele haben sich von euch ja schon mal ein Video zu ihr gewünscht. Und ich kann da die Videos von KuchenTV und auch von Imp und Dorian empfehlen. Beide sind für euch unten verlinkt. Da geht es nochmal mehr um sie jetzt als Person. Ich möchte speziell auf einen Vorfall eingehen, der sich auf Twitter ereignet hat und der mich ziemlich geärgert hat. Denn Susie Crime hat auf ihrem Twitter-Profil diese Sache hier gepostet und fordert ernsthaft, die Simpsons, South Park und Family Guy zu verbannen und wünscht sich am liebsten, dass das verboten wird oder dass die Simpsons sterben. Ich zitiere mal, die Simpsons müssen endlich sterben, South Park und Family Guy ebenfalls, rest in peace. Wir können unsere Kids nicht weiterhin mit sexistischem und rassistischem schwarzen Humor großziehen und uns dann wundern, wenn sie zu unsensiblen Fuckboys werden, die lachend Nazi-Memes teilen. Das ist so ein Bullshit, hat auch einer drunter geschrieben, die ich auch nochmal zitieren möchte. Habe alles davon schon immer sehr gerne geguckt und bin weder sexistisch noch rassistisch noch unsensibel. Zu sagen, solche Cartoons machen Kinder zu Fuckboys, kommt mir vor, wie Killerspiele machen Kinder zu Amokläufern. Zu beiden gehören meiner Meinung nach mehr Faktoren als Medienkonsum. Und die hat absolut recht. Dankeschön. Amen. Das kann man nur noch unterschreiben. Ich kann Susie Crime überhaupt nicht leiden, sie verwechselt Feminismus mit Männerhass, aber ich möchte kein Mansplaining hier betreiben. Ich denke, diese Sachen, die sie auf Twitter und Co. postet, sind schon Sprache genug für das, was sie hier auf YouTube und auch auf Twitter treibt. Und ich möchte eigentlich nicht, dass solche Personen von meinen GEZ-Geldern finanziert werden. Ich finde es eine Frechheit, dass solche Leute hier durchgefüttert werden von meinen Geldern oder von unseren Geldern und solch einen Blödsinn auf Twitter schreiben dürfen und dann noch wahrscheinlich gut von leben können, indem sie kaum Videos auf YouTube hochladen, die wirklich Hand und Fuß haben. Sicherlich mag da vielleicht auch das ein oder andere dabei sein, das vielleicht Hand und Fuß hat. Ich habe mir jetzt nicht alles angesehen, das muss ich wirklich zugeben, weil ich sie einfach unsympathisch finde. Aber ich möchte jetzt auch gar nicht über sie als Person jetzt hier so groß herziehen, sondern wirklich das als Ganzes in Frage stellen. Ich möchte eigentlich nicht, dass solche Leute von meinen GEZ-Geldern finanziert werden. Und wenn das auch so sieht, kann er mal den Hashtag GEZ-Boykott unten reinschreiben. Ich finde es eine absolute Frechheit, dass solche Leute hier so einen Blödsinn verzapfen dürfen und wirklich ihre Meinung hier kundtun und dann von unseren GEZ-Geldern noch finanziert werden. Wenn ihr Kanal so läuft, überhaupt kein Problem, dann soll sie Millionärin werden, aber ich möchte sie eigentlich hier nicht von meinen Geldern mitfinanzieren. Ich denke, solche Personen wie Susie Crime schaden dem Feminismus sehr. Viele fühlen sich von diesen Leuten getriggert und das ist überhaupt nichts Schlechtes, für die Frauenrechte einzutreten und dafür zu kämpfen. Viele in meinem Bekanntenkreis fühlen sich auch von ihr genervt, die auch Feministen sind. Und ich finde das ziemlich daneben, dass solche Leute auch noch eine Plattform von unseren GEZ-Geldern, wie gesagt, auch noch bekommen. Aber das ist nur meine Meinung. Ich bin wirklich auf die von euch gespannt. Schreibt die gerne mal sachlich unten rein, ohne zu beleidigen. Lasst gerne ein Like und Abo da und dann sehen wir uns die nächsten Tage wieder. Bis bald und ciao, ciao.